Unfreiwillig komisch ist auch ein Bericht von der Internationalen Jagdausstellung in Berlin 1937. Da wehen die grünen Fahnen der deutschen Jägerschaft im Winde und der schöne große Rothirsch hier, der Kapitale, der vor der Ausstellung aufgebaut ist, der ist zu Recht ein Symbol für diese Ausstellung. Und der Wald der Fahnen vor der Halle, der zeigt uns, dass hier wirklich ein Olympia der Jägerschaft zusammengekommen ist. Wie die Jäger bereitstehen, so stehen auch die Tiere bereit. Denn die Tiere wissen, dass die Jäger ihre besten Freunde sind. Bei den herrlichen Jagdfalken hier, das sind keine Falken, das sind Adler, Steinadler aus Finnland. Die warten auf den Reichsjägermeister wie die jungen Jäger hier, die ihn nun mit der Begrüßung empfangen. Schon nach 2 Jahren Sendebetrieb hatte das Interesse der Nazi-Größen am Fernsehen längst nachgelassen. Und so ist der Sender Paul Nipko für manchen Reporter ein vermeintlich sicherer Hafen. Einen direkten Einfluss jetzt auf meine Arbeit habe ich nicht verspürt. Mir hat keiner gesagt, du musst dieses oder jenes machen. Allerdings gab es nicht, und das muss man wahrheitsgemäß sagen, es gab nicht den kritischen Journalismus, den wir heute haben. Denn eine Kritik am System wäre ja nicht möglich gewesen. Der Bestand des Fernsehfilmtrupps belegt jedoch, eine unpolitische Nische war das Nazi-Fernsehen nicht. Brutale Propaganda gehörte zum alltäglichen Programm, zuweilen sogar verpackt in zynisches Kabarett. Um mal wieder über die Musik zu sprechen. Ich freue mich eigentlich, dass es heute alles so wunderbar im Takt geht, nicht wahr? Wenn es auch hier und da immer noch so etliche Querpfeifer bei uns gibt. Und vielleicht auch mal solche, die gerne mal wieder die Zentrummel rühren möchten. Sogenannte Devisenmusikanten, nicht wahr? Auch da machen wir wenig Federlesen. Die kommen zu ihrer weiteren Ausbildung in ein Konzertlager, wo man ihnen dann so lange die Flötentöne beibringt, bis sie sich an eine taktvolle Mitarbeit gewöhnt haben. Ebenso Teil des Programms unverhohlener Antisemitismus. Übertragung von der Eröffnung einer antibolschewistischen Ausstellung in Nürnberg. Die Ausstellung zeigt in packender, anschaulicher Darstellung ein ungeheures Tatsachenmaterial über die Weltgefahr des Bolschewismus und des Judentums. Es spricht Stabsleiter, Parteigenosse Fischer. Der Stabsleiter, Parteigenosse Fischer, spricht im Auftrag des Reichspropagandaleiters, Reichsminister Dr. Goebbels. Als vor 2 Jahren von dieser Stadt aus die Gesetze zum Schutze des deutschen Blutes, der deutschen Ehre verkündet wurden, als damit das Judentum als Schädling an unserem Volkskörper gebrandmarkt und in seinen unheilvollen Wirken Einhalt geboten wurde, da hat man in den sogenannten demokratischen Staaten für diese Maßnahme kein Verständnis aufbringen wollen. Programmhöhepunkte sind die Berichte von den Reichsparteitagen in Nürnberg. Ab 1937 werden die Aufmärsche von elektronischen Kameras und per Kabel live übertragen und können deshalb nicht aufgezeichnet werden. Beim Parteitag 1936 jedoch ist der Fernsehfilmtrupp mit seinen Aufnahmewagen vor Ort gewesen. Und so sind einzigartige Reportagen und Interviews erhalten geblieben. Schon Tage vor Beginn des Parteitages läuft die Berichterstattung auf Hochtouren. Ein Reporter befragt den Oberbürgermeister Nürnbergs zur Geschichte des Geländes und zum Stand der Vorbereitungen. Und Willi Liebel erweist sich als zuverlässiger Interviewpartner. Wir stehen heute hier in der Luitpold-Arena und haben Sie, Parteigenosse Liebel, hierher gebeten. Sie sind der Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg und gleichzeitig der Geschäftsführer des Zweckverbandes Reichsparteitag. Sie wollen uns all das erklären, was hier draußen auf der Luitpold-Arena wichtig ist zu wissen. Im Jahr 1927 hat der Führer erstmals bestimmt, dass der Aufmarsch der SA hier in dem Luitpoldhain stattfinden sollte. Und nach der Machtübernahme hat er selbst durch Handzeichnungen, Skizzen und die endgültige Ausgestaltung dieses ganzen Raumes hier festgelegt. Auch der Architekt der Nazi-Bauten von Nürnberg, Hitlers Baumeister Albert Speer, gibt den Fernsehreportern gnädig ein Interview. Ja, dass wir Sie hier treffen, denn wir waren eben drüben hier in der Luitpold-Arena und sprachen mit dem Oberbürgermeister, Parteigenossen Liebel. Und es ist ja ausgezeichnet, dass wir Sie hier treffen vor der alten Kongresshalle. Und Sie können uns ja vielleicht auch einiges sagen. Sie sind der Reichsarchitekt, Sie haben ja all das gebaut hier. Na, und was gibt es hier nun noch zu sagen über die Luitpold-Arena? Im Großen und Ganzen sind wir in der Luitpold-Arena ja dieses Jahr fertig geworden. Auch die Luitpold-Halle ist fertig. Aber alles das, was Sie hier gesehen haben, ist eigentlich erst ein Anfang einer ganz großen Anlage, die im Laufe der nächsten Jahre entstehen wird.
Der aktuelle Bilddienst des Fernsehsenders Paul Nipkow Berlin bringt nun einen Sonderbericht vom Vorbeimarsch auf dem Adolf-Hitler-Platz. Kurz bevor der Führer eintrifft, bringen wir ein Bild vom Adolf-Hitler-Platz, festlich geschmückt, und die übervollen Tribünen, herrlich sonnenbeschienen, liegen sie da, und wir warten auf das Eintreffen des Führers, und dann beginnt der traditionelle Vorbeimarsch, der Abschluss dieses Tages. Der Führer trifft auf dem Adolf-Hitler-Platz ein. Die Wagenkolonne nähert sich uns. Mit stürmischen Heilrufen begrüßt, fährt er auf den alten Marktplatz der Stadt Nürnberg, die nunmehr seinen Namen trägt. Adolf-Hitler-Platz in Nürnberg. Die Bilder wackeln, gesendet wird auch Leerlauf. Gerade bei den Berichten vom Reichsparteitag wird der begrenzte Wert des Fernsehens für die Propagandamaschine der Nazis klar. Eine große, breite Straße führt hinaus aus Nürnberg, hinaus zu den Zeltlagern der SA und der übrigen Formationen. Und gleich draußen rechter Hand finden wir den Hilfszug Bayern. Hintergrundbericht über die Verpflegung der Parteitagsteilnehmer. Die verantwortlichen Parteigenossen überbieten sich mit Superlativen. Und zwar brauchen wir ungefähr 60 Waggons Kartoffeln, dazu 12 Waggons Gemüse und ungefähr 42 Waggons an Fleisch, Wurst und Speck alleine. Dann Butter, Marmelade und Käse, das gibt auch nochmal 18 Waggons ungefähr. Und an Kaffee brauchen wir ungefähr 2 Waggons. Dann brauchen wir ungefähr 60 Waggons Brot und weitere 70 Waggons an sonstigen Lebensmitteln. 1 Million Rationen, sagen Sie. Das heißt also, dass Sie alle Teilnehmer des Reichsparteitages verpflegen? Nein, wir verpflegen erstmalig alle geschlossenen Teilnehmer. Also die SA, den Arbeitsdienst, HJ, Werkscharen und einige politische Gaue. Um diese große Arbeitsleistung zu vollbringen, dazu sind natürlich extra und ganz besonders konstruierte Maschinen notwendig. Hier eine Kartoffelschälmaschine. 25 Zentner schafft sie in einer Stunde. SA-Verbände abseits der Propaganda. Der aktuelle Bilddienst des Fernsehsenders Paul Nipkow Berlin besucht das Werkscharlager beim Reichsparteitag 1936 draußen vor den Toren Nürnbergs in Langwasser. Auch wenn die Zensur nicht so streng ist, Sorgen um den Inhalt der Programme müssen sich die Verantwortlichen natürlich zu keiner Zeit machen. Das Nazi-Fernsehen bleibt immer auf Linie. Die Übertragungen vom Reichsparteitag, so heißt es, seien nicht so erfolgreich gewesen wie die von den Olympischen Spielen. Jetzt schmieden wir ein Eisen, das soll erglühen und werden Stahl. Und was sich nicht lässt schweißen, das glühen wir noch einmal. Jetzt hämmern wir ein Volk zu Stahl und schmieden es zu Mann. Und was sich nicht erwärmen kann, das fauchen wir mit Jugend an. Hiermit beendet der Fernsehprogrammbetrieb der Reichssendeleitung sein heutiges Bildprogramm. Waren Sie zufrieden? Wenn ja, sagen Sie es bitte allen Ihren Bekannten weiter. Gefiel es Ihnen nicht, sagen Sie es bitte uns. Zum Ausklang des Abends Marschmusik. Auf Wiedersehen bei der nächsten Sendung. Heil Hitler! Technisch ist das Fernsehen so weit ausgereift, dass die Betreiber den entscheidenden Schritt auf dem Weg zum Massenmedium endlich wagen wollen. Die Verantwortlichen hoffen, schon bald auch der Volksgemeinschaft private Empfangsgeräte zugänglich machen zu können. Man erwägt die Einführung von Mietgeräten, doch die Industrie setzt auf Massenfertigung. 10.000 sogenannte Volksfernseher fürs Heim sollen zu Weihnachten 1939 auf den Markt kommen, für 650 Reichsmark das Stück. Noch sind die Kosten für die Heimfernseher zu hoch. Im Depot des Deutschen Technikmuseums in Berlin-Reinickendorf sind die gesammelten Relikte der Technikgeschichte eingelagert. Auch einige unersetzliche Einzelstücke aus der Zeit des frühen Fernsehens werden hier aufbewahrt. Dieses wertvolle und sich hier langsam enthüllende Teil ist die einzige überhaupt noch erhaltene elektronische Fernsehkamera aus der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland. Gebaut bei Telefunken etwa 1939
Die Qualität der Bilder war für das Publikum, das damals überhaupt Fernsehen gucken konnte, erstaunlich hoch. Und man hat mit diesen Kameras auch schon im Freien arbeiten können. Bei Großereignissen wie dem Besuch des italienischen Diktators Benito Mussolini im September 1937 in München sind Fernsehkameras in die zweite Reihe verbannt, hinter die der Wochenschau. Der Duce betritt in Begleitung des Führers die Hauptstadt der Bewegung. Der Führer und sein Gast schreiten die Front der Ehrenformationen ab. Wenn es ein aktueller Bericht war, nehmen wir mal Ankunft Mussolini am Nachmittag, dann wollte man schon abends das auch in der Sendung haben. Das war dann 5 Minuten, ein abgeteilter Teil, so etwas wie aktueller Bericht. Und hier wurde der entwickelte Film, der wurde dann mit einem Kommentar wiedergegeben. Der Duce wird in Karinhall von Generaloberst Göring und seiner Gattin begrüßt. Beim Empfang Mussolinis auf dem Landgut von Hermann und Emmy Göring darf der deutsche Fernsehrundfunk exklusiv dabei sein. Ehrfürchtig berichtet der Reporter über die illustren Gäste. Der Duce und Generaloberst Göring im Gespräch vor dem Hause in Karinhall. Der Reichsführer Himmler. Staatsschauspieler Gustav Gründgen. Trotz der ungewohnten Einblicke in das gesellschaftliche Leben der Parteigrößen bevorzugen die Fernsehzuschauer Unterhaltung und Sport. Europameisterschaft im Schwergewicht. Max Schmeling besiegt Adolf Häuser. K.O. nach gerade mal 71 Sekunden. Die Zuschauer an den Bildschirmen werden vom Fernsehfilmtrupp mit Zeitlupenszenen bei Laune gehalten. Noch eine kurze Nahkampfszene, bei der diesmal Max etwas besser abschneidet. Und dann scheint es so, als habe Schmeling den Kampf nun fest in der Hand. Denn jetzt geht er nach vorne und da ist die erste rechte Hand. Häuser weicht etwas zurück. Und nun kommt das überraschende Ende. Eine lange linke von Schmeling. Dann zuckt die rechte Hand heraus, trifft Häuser an der linken Kinnlade. Der Schlag rutscht zur Halsschlagader ab. Und wie vom Blitz getroffen, stürzt der Titelverteidiger zu Boden. Trotz ständigen Geldmangels kann der Deutsche Fernsehrundfunk 1938 aus dem beengten Studio in Berlin-Witzleben in ein größeres umziehen. Im Deutschlandhaus. 5 Bühnen stehen den Fernsehleuten dort zur Verfügung. Erstmals haben sie die Gelegenheit, alle ihre Ideen auszuprobieren, mehr Gäste und Theateraufführungen ins Studio zu holen. Es war ein Rundbau und in dieser Torte waren bestimmte Segmente für bestimmte Beiträge vorgesehen. Die Kameras, heute zunächst undenkbar, standen, und wenn ich schon sage die Kameras, es war zunächst eine und dann waren es 2 und irgendwann wurden es dann auch 3, standen in der Mitte dieses Rondells und bewegten sich nun von Koje zu Koje für die einzelnen Beiträge. Nur wenige Aufnahmen sind aus dieser Zeit erhalten geblieben. Unter anderem die Filmversion eines der zahlreichen Fernsehspiele, die damals eigens für das neue Medium geschrieben wurden. Gott sei Dank. Endlich. Mann, Sie müssen mir helfen. Haben Sie Verbandzeug da? Wie sehen denn Sie aus? Was ist denn passiert? Peter, verbinden Sie mir erstmal die Hand.